Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Mein Name ist ZZLP und ja, ich würde sagen, drücken wir auch gleich mal Spiel fortsetzen. Für euch ist es zwar jetzt nicht lange her, 2 Tage nehme ich mal an, dass ich jetzt immer noch dieses Schema drin habe mit den alle 2 Tage. Für mich ist es allerdings doch schon circa, ja, keine Ahnung, wie lange ist es jetzt schon her? Circa 20 Tage, ja, circa 20 Tage ist es für mich her, dass ich jetzt wieder Alice spiele. Aber ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, genau, wir sollten jetzt hier in das Bild rein, was es wirklich sehr schwer zu erraten war. So, gucken wir mal. Eine rastlos Suchende in eigener Sache kam in das vom Unglück heimgesuchte Land. Sie konnte trotz Unwissenheit, Unsicherheit und Unglück in ihrem eigenen Leben das Leid nicht weiter mit ansehen. Sie begann, gegen die grausamen Mörder und Schänder zu kämpfen, ohne zu wissen, warum sie es tat oder wie der Kampf ausgehen würde. Okay. Ich hoffe, ich komme mit der Steuerung auch wieder klar, weil es ist echt hart. Ich habe schon lange nicht mehr so lange ein Spiel nicht gespielt. Ja, und jetzt dazu noch alles kommentieren. Das wird lustig. Aber gucken wir mal, das kriegen wir schon hin. Hey. Umsonst wäre ich nicht ZZLP oder Oli P. Nee, Oli P. Naja, obwohl Oli P ist auch richtig cool. Nee, eigentlich nicht. Egal. Gut, was kann ich erzählen? Ja, es ist viel Zeit vergangen. Mittlerweile läuft ja auch schon mein anderes Let's Play Leben bei Canis Canem Edit. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dran wie auch ich bisher. Ja, also, ist ein schönes Spiel. Jetzt ist nur die Frage, muss ich jetzt hier wirklich hoch oder muss ich unten lang? Ich bin mir jetzt unsicher. Ich guck mal kurz, was hier ist. Okay, ich habe jetzt nur einen anderen Weg genommen. Das ist noch in Ordnung. Kommt jetzt ein Luftstoß von unten? Bitte, ja. Ja, okay. Sehr schön. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt wirklich von da ganz hinten wieder hier rüber fliegen. Okay. Wo ist jetzt gerade der Schwierigkeitsgrad? Ah, okay, das war wirklich sehr, sehr schwer. Ihr habt es gesehen. Ich wäre fast gestorben, Mensch. Okay. Ein bisschen weiter außen. Ich habe es nicht berührt. Ich bin mir zu 100% sicher. Wow, da ist es ja schon wieder. Ja, cool, wenn sie meinen, ich würde es so schon berühren, dann gehe ich halt ein bisschen weiter früher in die Luft. Ja, ich gehe in die Luft. Achso. Ich wollte gerade sagen, die Wolke kann ein bisschen tiefer fliegen oder sowas. Aber nee, ich glaube, das war nicht so der Plan. Nee, 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 nee. Nicht heute, Sorg. Oh, ein Toy Story Let's Play wäre auch was Geiles. Müsste ich mal gucken. Ich gehe nachher einkaufen. Vielleicht finde ich das Spiel sogar ganz günstig für PlayStation 3. Oh, das wäre sowas von geil. Toy Story 3 Let's Play. Soll ja auch wirklich gut sein, das Spiel, habe ich gehört. Ja, man kann ja wirklich da sehr viel machen. Ich habe ja Toy Story 2 für PlayStation 1 sogar schon totgesucht gehabt. Das war ja auch so ein geiles Spiel eigentlich. War zwar stellenweise echt sehr schwer, aber es hat Spaß gemacht. Also wer das jetzt noch nicht kennt, Toy Story 2 wirklich ruhig mal kaufen für PS1 oder sich ausleihen in der Videothek. Ja klar, in der Spielothek. In der Spielothek könnt ihr ein bisschen Texas Hold'em spielen oder sowas. Alter, das habe ich jetzt doch ein bisschen nach unten gedrückt. Also das ist schon eine schöne Stelle. Da mache ich mir sogar meine Zigarette für an. Ja. Ja. Ich überlege gerade Toy Story 1, gab es dazu ein Spiel? Ich glaube nicht. Wäre mir jedenfalls neu. Wenn es dazu eins gibt, schreibt es mir ruhig mal. Ja, also wenn, dann würde ich es nämlich doch sehr gerne mal spielen. Kann auch von mir aus, obwohl doch, es gibt da ein Spiel. Aber das war, glaube ich, so ein Racing-Spiel. Das gab es, glaube ich, für N64, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich irre mich bestimmt komplett. Hui. Warum ist da unten was?
Ah. Ja, so findet man die ganzen Pfirsiche. Einfach mal auf gut Glück. Zack, du gehst hoch, richtig? Ja. Lag ja auch sehr nah. Ey, das Ding hat mich nicht erwischt. Leute, ihr habt's gesehen, das Ding hat mich nicht erwischt. Also, kann ich hier überhaupt springen? Springen nützt hier einen Scheiß. Ah, warum bin ich runtergeflogen? Nein, ich Idiot. Okay, komm, noch einmal. Diesmal schaffen wir's. Hä? Mich interessiert gerade noch, was da rechts ist. Einfach mal ein bisschen rechts stehen bleiben. Dann ein bisschen weiter links, dann wieder rechts, dann wieder links. Was? Ich habe jetzt die Seiten verwechselt. Klasse. Das ist doch sehr schön. Hui. Ja, und damit haben wir auch dieses Bild geschafft. Es ist jetzt auch gerade mal eine normale Tageszeit, wo ich mal aufnehme. Es ist echt unglaublich. 14.42 Uhr. Also Leute, die schon mal mit mir aufgenommen haben, die wissen, dass ich zu solchen Zeiten eigentlich nie aufnehme. Aber okay. Ich vermisse die Katze irgendwie. Katze, komm mal bitte her. Oh, dieser Zeichenstil. Guckt euch diesen Zeichenstil, Zeichnungsstil. Ach, ihr wisst, was ich meine an. Diese schönen Comic-Grafik. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Ultimate Spider-Man für PS2. Auch so ein geiles Spiel. Kann man sich auf jeden Fall auch mal kaufen, ausleihen, was auch immer. Es ist wirklich lohnenswert. Es macht echt Spaß. Eins der schönsten Spider-Man-Spiele, finde ich. Auch wenn die Grafik so ist, es ist einfach unglaublich geil. So, gucken wir mal, ob hier vielleicht irgendwo Schnauzen rumfliegen. Oder überhaupt irgendwas ist. Aber bisher sieht es nicht so aus. Und das sieht mir doch ganz nach der Raupe aus. Wir haben endlich die Raupe. Raupi. Hallo Raupi. Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Ja, komm jetzt rein. Habe ich eine Wahl? Scheinbar nicht. Oh, wie geil das einfach mal aussieht, ey. Warum kann Alice da so lange gleiten? Hm, wir können das nicht. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Endlich kann ich laufen. Da ist sie, die Raupe. Öffne deine Augen. Zeig mir die Wahrheit. Wie kann sie dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, das ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest. Die Wasserpfeife. Wie viel Geld wohl für diese Produktion jetzt drauf ging. Die Zeit verändert uns mal. So, wirklich taub ist nur der nicht hören will. Auch ein schönes Zitat eigentlich. In einer steifen Brise kann auch ein leeres Boot furchtbar Wellen schlagen. Hey, du da. Das reicht jetzt. Bist wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Friend? Hat vor der Old Lady rumgeheult, irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street, Insekten verwünscht und die Eisenbahn, musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst, aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus.
Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen riesen Aufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe vor der Mermaid, geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Schön. Ich habe Alice nach unten gebracht und wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch, den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutengel, du Made, nimmst von anderer Leute Arbeit, etc., etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Kannst du doch nicht nach Hause schicken, oder? Oh, das Lied ist so geil. Hat der Doktor einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das erste können er gerne haben. Das andere soll er in Ruhe lassen. Gute Nacht, Alice. Du kennst ja den Doktor draußen. Ja, den kennen wir. Oh, wie traurig Alice gerade schon wieder guckt. Okay. Und da sind wir jetzt im Zuchthaus. Mal gucken, ob wir hier irgendwo noch rein können. Da nicht. Was haben wir hier? Irgendeinen, ja, Betrunkenen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn er ausgenüchtert ist, wird dieser Kerl wohl in eine Zelle kommen. Seine Mithäftlinge wollen nicht, dass er ihre Zelle versaut. Viele Obdachlose ziehen eine Nacht im Knast der Rauen Straße vor. Das stimmt allerdings. Hier können wir nichts, da können wir nichts. Hier kommen wir runter. Oh, das Zuchthaus war eigentlich auch ein schöner Abschnitt. Es war kurz, aber schön. Ich höre es zwar ticken, aber ich sehe nichts, was sich bewegt. Okay. Redest du mit mir? Redest du mit mir? Okay, dann nicht. Wow. Hier unterschreiben, wenn's geht. Ja, da unterschreiben. Schade, dass wir hier drin keine Erinnerungen finden können und sowas. Aber okay. Komme ich jetzt hier überhaupt raus? Nein, ich muss wieder rumlaufen. Ja, ich muss hier immer rumlaufen. Das ist unglaublich. Um ein Spiel zu schaffen, muss man viel rumlaufen. So. Oh, die weiße Katze. Miau. Hey. Weißes Kätzchen? Boah, es ist alles so hell. Hell. Nicht umfallen, Alice. So, jetzt sind wir im richtigen Zuchthaus. Hier kommen wir schon mal nicht hoch. Da ist nichts zum Gucken. Da ist nichts zum Sehen. Nix. Da sind ein paar Hände, die uns greifen wollen. Kriegen uns nicht. Kriegen uns nicht. Du siehst komisch aus. Du allerdings auch. So, da hinten wird es rot. Sieht nach der Königin aus. Ich weiß gar nicht, kam jetzt schon die Königin? Oh, Pralinen, der hat Pralinen oder irgendwas hat er da. Pralinschachtel oder was ist das Rote da? Sieht aus wie Pralinen. Egal. Ab zur Königin. Ich will doch wieder zurück. kann ich jetzt eigentlich auch wieder zurück? Ich komme echt wieder zurück. Och, das ist doof. Also ich kann jetzt wirklich zwischen Realität und... Ach, na gut, Realität kann man es gar nicht mehr nennen, was da eben schon war. Jedenfalls komme ich immer wieder zurück. Okay. Ein Tentacle-Porno also. Mit Alice in der Hauptrolle. Oder auch nicht. In einer steifen Brise, ja, das wissen wir schon. Nein, sag nicht, jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Ja, da kam auch wieder so ein geiles Lied. Oh ja, das ist so geil hier. So schön schwer, aber auch Hammer. Und das Lied.
Aber okay, würde ich sagen, wie es hier dann weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Alice Madness Returns. Mein Name ist EdwardEP, ich sag danke schön fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.